Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, packt nicht nur im Alltag kräftig zu und sorgt in Ausbildung, Beschäftigung und Wirtschaftskraft für gute Nachrichten. Gibt es gute Gründe zum Feiern, ist das Handwerk ebenfalls ein erstklassiger Gastgeber und hält so auch Kontakt zu Partnern aus Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. So beim jüngsten Event anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Bauzentrums und des 15. Geburtstages des Zentrums für Umwelt- und Arbeitssicherheit der Handwerkskammer Koblenz sowie dem Sommerfest, das für das Ehrenamt im Handwerk ausgerichtet wurde. Das Bauzentrum und das Umweltzentrum haben unterschiedliche Rollen. Im Bauzentrum haben wir einen deutlich höheren Durchsatz an Auszubildenden. In den letzten 30 Jahren, die das Bauzentrum ja existiert, etwa 30.000 junge Menschen, die hier den Beruf des Maurers, Stuckateurs oder Zimmerers erlernt haben, während das Umweltzentrum ja mehr oder weniger eine beratende Funktion ausübt für unsere Handwerksbetriebe. Aber die Bedeutung des Umweltzentrums steigt immer mehr. Das ist sicher kein Wunder, wenn man sich betrachtet, dass wir inzwischen eine grüne Wirtschaftsministerin haben, die gerne hat, wenn wir im Handwerk uns mit der Energiepolitik beschäftigen und dafür sorgen, dass unsere Mitgliedsbetriebe mit Energieerzeugung, mit Energiebevorratung, mit Energietransport, mit Energieeinsatz sorgfältig umgehen. Für diese Themenfelder der Zukunft wird das Handwerk nicht nur über hochwertige Beratung und Qualifikation durch die Experten der Handwerkskammer fit gemacht. Im praktischen Bereich bietet das Bauzentrum seit 30 Jahren Grundlagenvermittlung, bietet mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten aber auch eine Verbindung zwischen Beratung, Qualifikation bis hin zur Meistervorbereitung. Der Startschuss dazu fiel 1983 mit der Einweihung des Bauzentrums, an die sich der langjährige Leiter Ulrich Brink noch gut erinnern kann. Das ist die Eröffnung. 9 Monate nach dem Start der überbetrieblichen Lehrgänge stattgefunden hat. Wir haben hier sofort nach Neujahr 1983 angefangen und die hinteren Hallen waren noch gar nicht fertig. Es war noch keine Mensa fertig. Und wir haben praktisch auf einer Baustelle schon ausgebildet. Wir haben eine Kapazität von ungefähr 280 Ausbildungsplätzen. Wir hatten zu diesem Zeitraum, es war auch ein Zeitbereich der Hochkonjunktur, ungefähr 500 Lehrlinge. Und die gruppendynamischen Effekte haben das pädagogische Verständnis unserer Ausbilder sehr, sehr stark gefördert. Man ist mit den Herausforderungen gewachsen, was starke Veränderungen in 3 Jahrzehnten einschließt, auch im technischen Bereich. Es hat sich sehr viel verändert. Wir haben hier zwar immer noch die Steine, das Steinformat, mit denen wir vor 30 Jahren gearbeitet haben, aber die anderen Hilfsmittel, angefangen von CNC und CAD in den Verarbeitungen, der Tischlerbereich, der ja auch zum Bauzentrum gehört, der Maler- und Lackiererbereich, wo computergesteuerte Farbmischsysteme installiert worden sind. Und ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, das ist die energetische und umweltbewusste Verwendung von Baumaterialien. So haben wir hier Lehmbauseminare durchgeführt als erstes. Wir haben dann aber auch die Wärmeschutzverordnungen in praktischer Art und Weise umgesetzt, sodass die Jugendlichen dann auch mit diesen Erfahrungen wieder zurück in den Betrieb gehen konnten. Damit übernimmt das Bauzentrum auch im Ausbildungsbereich eine wichtige Aufgabe und führt in seinen Räumen die überbetriebliche Lehrunterweisung durch. Und das seit 30 Jahren, was in einem Festakt gewürdigt wurde. Das Bauzentrum war in dieser Zeit auch Ort internationaler Fachkongresse und Veranstaltungen, was sogar durch Peter Altmaier, Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, in einer Videobotschaft gelobt wurde. Dabei schloss der Fachminister ausdrücklich die Arbeit des Zentrums für Umwelt und Arbeitssicherheit ein, das in einem bundesweiten Netzwerk seit 15 Jahren eine herausragende Position einnimmt und 1998 eröffnet wurde. Meinen ganz herzlichen Glückwunsch, denn Sie haben vor 30 Jahren bereits Ihr Bauzentrum eröffnet. Die Fort- und Weiterbildung ist gerade für den Bereich der Umweltfragen und der Energieeffizienz ungeheuer wichtig. Und mit der Gründung des Umweltzentrums
Vor 15 Jahren hat die Handwerkskammer Koblenz den Umweltaspekt weiter fest verankert. Handwerk und Handwerkskammer Koblenz hörten das Lob des Bundesministers gern. Doch wie Präsident Werner Wittlich auch herausstellte, hat man über Jahre und Jahrzehnte einiges geleistet, um sich als eine der erfolgreichsten Handwerkskammern Deutschlands zu etablieren. Die Koblenzer Kammer erhebt natürlich ihren Anspruch, eine der führenden Kammern in Deutschland zu sein. Und das weiß auch die Politik. Und wir pflegen ja auch regelmäßig die Kontakte nach Berlin, aber auch nach Mainz und bringen dort vor, wo unsere Probleme sind, was wir für Sorgen und Nöten haben. Und wenn diese Herrschaften aus der Politik genau wissen, was hier läuft an Ausbildung im dualen Bereich, dann hat man auch ein offenes Ohr. Und ich denke, das ist heute Morgen durch das Grußwort von Bundesminister Altmaier auch wieder deutlich geworden. Die Achtung und Akzeptanz gegenüber Landes- und Bundespolitik haben sich das handwerkliche Ehren- und Hauptamt im nördlichen Rheinland-Pfalz also redlich erarbeitet. Und die Früchte dieser Arbeit in Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung und Wirtschaftskraft eingefahren. Das wurde auch beim Sommerfest gefeiert, das die Kammer für das Ehrenamt ausrichtete. Über 300 Gäste kamen und ließen sich verwöhnen, ganz zu Recht, wie Hauptgeschäftsführer Alexander Baden verdeutlicht. Wir laden dieses Jahr zum 5. Mal zu einem Sommerfest für das Ehrenamt im Handwerk ein, weil wir uns auf diese Weise bei den Ehrenamtsträgern und ihren Familien für ihr Engagement bedanken wollen. Ich danke auch meinen Mitarbeitern, die sich hier einsetzen, die ihre Freizeit einbringen, um hier unser Ehrenamt zu beköstigen. Und die Resonanz ist herausragend gut. Den Leuten schmeckt es, den Leuten gefällt es. Und das ist der Sinn der Angelegenheit. Und auch Präsident Werner Wittlich, selbst ehrenamtlich aktiv, freute sich über die starke Resonanz auf die Einladung der Kammer und hob die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements heraus, für das man gern ein solches Fest ausrichtet. Dass es uns ganz besonders wichtig ist, macht ja diese kleine Feier deutlich. Ohne Ehrenamt könnten wir einfach gesagt den Laden zumachen. Würden wir das Pensum, Gesellenprüfungen, Meisterprüfungen, Prüfungsausschüsse und so weiter gar nicht erfüllen können. Von daher ist uns das ganz besonders wichtig. Und an diesem Tag sagen wir einfach Dankeschön denjenigen, die das über viele Jahre bereits machen, manche auch sogar über Jahrzehnte. So durfte gefeiert werden und so wurde gefeiert mit allem, was zu einem Sommerfest dazugehört.